Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update. Es ist der 18.04.2018, 17.54 Uhr. Wir haben uns das letzte Mal gesehen am 17.04., 22.50 Uhr oder so. Also nur ein kurzfristiges Update, was gerade abgeht. Ist jetzt ja nicht so extrem viel passiert, wobei eigentlich schon. Und auf die zwei Punkte gehen wir jetzt direkt ein, was hier passiert ist. Wie gesagt, hatten gestern ja noch die Targets von 7.600 bis 7.800, so als Bear-Target aus dem ersten Video. Wir haben zwar kurz die 7.800 gehittet, wirklich nur eine Sekunde oder so, und sind dann direkt hier wieder nach oben gepusht. Und da muss man einfach sagen, es ist momentan ein Whale-Game. Der Bitcoin wird hier hin und her geschubst, wie er will, aber wir hatten dennoch Zeichen, was passieren wird. Also die Wale haben uns ein Zeichen gegeben, so auf die Art get in or get left behind. Es gab definitiv Anzeichen, hier den Short zu closen. Ich habe das auch genau hier getroffen, war aber auch nur, es war nicht Glück, also ich habe das Dreieck gesehen, aber ich bin um 6 Uhr morgens aufgewacht und habe keinen Stop-Loss gesetzt. Also setzt immer euren Stop-Loss. Stellt euch vor, wenn ich hier nicht aufgewacht wäre, ich habe so einen Laptop offen mit Chart und so, aber wenn ich hier nicht aufgewacht wäre, dann wäre ich richtig gerackt worden. Ich war hier short und wir sind innerhalb von Minuten hier hochgerasselt. Wenn ihr jetzt hier keinen Stop-Loss drin habt und ihr seid mit 25 Hebel drin auf BitMEX, seid ihr in dieser Zeit locker 40% im Minus, 50% im Minus, in ein paar Minuten, nur weil ihr keinen Stop-Loss habt. Das heißt, ich bin hier erstmal rausgegangen und wurde danach nicht wieder gerackt sozusagen, weil bin dann hier long gegangen und habe meinen Stop-Loss auf 7,860 gesetzt mit 7000 Kontrakten und seht mal, wie weit die Kerze hier runterkam, auf 7859. Also ist extrem bitter, im 5-Minuten-Chart. Die Candle kommt auf 7859 runter und direkt die nächste Candle geht hoch Richtung Moon sozusagen. Habe mich auch im BitMEX-Chat darüber echauffiert sozusagen und es gab wirklich sehr viele Leute in der Trollbox, die alle gesagt haben, sie wurden alle getriggert, also ihre Stop-Losses sind alle getriggert, weil logischerweise, die haben hier dieses Triangle, dieses Ascending Triangle. In diesem Triangle sind mega viele Leute long gegangen, da wette ich auf alles drauf, weil wir haben hier Higher Lows und es war klar, dass wir nach oben ausbrechen werden, es war zwar nicht klar, dass wir so astronomisch pumpen, aber viele Leute sind hier long gegangen und viele Leute haben ihren Stop-Loss hier unten irgendwo reingesetzt, weil logischerweise, wenn der Bitcoin aus dem Triangle ausbricht, dann will ich natürlich nicht long bleiben. Was passiert? Die Kerze geht kurz runter, triggert die Stop-Losses, warum auch immer, und danach wird gemoont. Also eigentlich richtiger Fail. Zwei Beispiele. Erstes Mal wäre ich gerackt worden, wenn ich einen Stop-Loss gesetzt hätte. Beim zweiten Mal bin ich gerackt worden, weil ich einen Stop-Loss gesetzt habe. Ja, wie gesagt. Haben uns die Whales Zeichen gegeben? Ja, definitiv. Wir haben hier jetzt drei Triangles und wir können jedes Mal allein mit dem Triangle den Breakdown nach unten prognostizieren und auch den Breakout nach oben. Wir haben hier schön ein Descending Triangle. Lower Highs, die Lows bleiben gleich hoch, boom, Breakout, was sich zuspitzt. Hier geht es nach unten, was haben wir dann hier? Higher Highs in dem Fall und hier auch die Higher Lows und dann haben wir hier dieses High, was sich irgendwie gleich konsolidiert. Auf alle Fälle haben wir hier Higher Lows, die Lage spitzt sich hier zu, boom, Breakout. Sind wir wieder hier oben und wir haben hier oben genau das identische Muster wie gestern fast, nur dass wir gestern noch ein wenig weiter nach unten gerasselt sind. Wir haben hier wieder und dieses Descending Triangle und es war klar eigentlich, dass wir hier den Breakout schaffen. Bin ich hier short gegangen? Nein, ich bin nicht short gegangen, aber ich habe das Triangle hier mal gezeichnet gehabt. Habe mich aber auch nicht getraut, short zu gehen, weil mir das einfach momentan ziemlich, ja, ein wenig manipuliert vorkommt. Also ein wenig Whale Game. Man kann euch sicher sein, dass es nicht normal ist, dass hier eine Kerze so nach oben pusht. Also die Kerze könnte man auch als normal bezeichnen. Aber was nicht mehr normal ist, ist diese Kerze. Es kann nicht sein, dass wir hier irgendwie innerhalb von Minuten $200 nach unten pushen und dann direkt die Shorts wieder, ja, gesqueezed werden und wir direkt wieder $200 noch umpushen, um danach direkt wieder zu dumpen. Also das sind Whales im Spiel, aber die Whales haben uns Gott sei Dank Zeichen gegeben mit diesem Ascending Triangle. Hätten wir die Zeichen nicht gehabt, wären wir gerackt geworden. So konnten wir den Short noch ziemlich schnell closen. Wo wir jetzt momentan stehen, ist hier. Wir haben hier die 61.8 Extension von der Welle davor. Seht ihr das, wenn ihr diese Extension hier zieht und die so hier hochzieht, dann heißt das, dass die Welle, die jetzt runtergeht, 61,8% der Welle runtergeht, die hier runtergegangen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier mal Support, wir sind knapp unter die 78,6 Extension runtergerasselt und wir können auch noch die FIP Retracements ziehen, also nicht die Extension, sondern die Retracements. Und da haben wir wirklich ziemlich viel Confluence, denn wir haben in diesem Bereich auch das Golden Pocket, sprich wir haben hier 61,8% retraced von der Welle, die hochging und wir sind um 61,8% nach unten gemoved, wie die vorige Welle nach unten ging. Also ich hoffe, ihr versteht das. Das ist ziemlich essentiell zu verstehen. Mit den Extensions misst man diese Welle ab. Man misst die Welle ab, die vorhin runterkam, und misst ab, wie weit die im Vergleich jetzt diese Welle schon unten ist. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt sind wir
61,8% runtergegangen von dieser Welle. Das sind die Extensions. Die Retracements sehen wir jetzt hier. Das sind diese 0,618 zum Beispiel, wo wir hier gebounced sind. Das heißt, die Welle, die hier hochkommt, oder die Welle, die hier hochkam, besser gesagt, die ist jetzt 0,618% nach unten gerasselt. Also nur ganz kurz zu den Retracements, generelles Update. Würde ich jetzt irgendwie was machen? Nein, auf alle Fälle hättet ihr hier eure Buys setzen können, wenn ihr einen Bounce erwartet hättet oder eure Bounce nach unten laddern, dann könntet ihr hier noch einen kleinen Profit machen mit diesem Long. Was ich momentan mache, ist einfach abwarten. Für mich No-Trade-Zone, da ich überhaupt nicht weiß, was jetzt in den nächsten Stunden passieren wird. Wir haben jetzt zweimal diese Candles gesehen, wo keiner wirklich wusste, was passiert, außer durch die Triangles. Also wenn man mal spielen könnte, wären es definitiv die Breakouts nach unten. Den habe ich leider verpasst, weil mein Stop-Loss getriggert wurde. Wäre wirklich mega gewesen, wenn ich diese Buy mitgenommen hätte. Diesen habe ich ja getroffen. Den hier hätte man auch gut spielen können, ehrlich gesagt. War aber selber zu ängstlich, hier short zu gehen, weil ich mir dachte, nachdem wir jetzt diese Kerzen gesehen hatten, wäre mir das irgendwie zu riskant, hier short zu gehen. Aber definitiv ein gutes Setup wäre hier gewesen, dass man zum Beispiel seine Short-Position hier öffnet. Sprich, man geht hier short, man targetet die 16, also die 61.8 Retracement-Ratio, man setzt einen Stop-Loss auf diese Resistance hier hoch, hätte man ein Risk-to-Reward-Verhältnis von knapp 1,5 und ein gutes Setup eigentlich für einen Trade. Was wir jetzt machen, ist einfach warten. Wir schauen uns die nächsten Stunden an, was passiert. Und mehr können wir momentan nicht machen. Definitiv kein Setup, was ich hier sehe für einen Trade. Ich wollte euch nur mal kurz up-to-date halten, dementsprechend ist das Video jetzt auch nicht zu lang. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wieder Fragen habt wegen Shorten und so weiter, Shorten heißt Leerverkauf, das heißt, man kann auch mit fallenden Kurs Profit machen, weil die Frage kommt wirklich jedes Mal, glaube ich. Ich habe da so ein Video zu BitMEX. Auf BitMEX kann man shorten, das ist eine Börse. Unter anderem kann man auch auf Bitfinex shorten. Ja, bei BitMEX, was ich auch noch oft gefragt werde, der Hebel. Hebel ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit 10x Hebel reingeht, das heißt, ihr leiht euch Kapital. Ihr geht mit 1000 Dollar rein in den Trade von eurem eigenen Geld und spielt mit 10.000, da der Rest geliehen ist. Das Risiko dabei ist, dass ihr mehr verlieren könnt und das... Ja, der Benefit dabei ist, dass ihr extrem viel gewinnen könnt. Sprich, wenn der Kurs 1% nach oben geht, macht ihr 10% Gewinn. Wenn der Kurs 1% nach unten geht, macht ihr 10% Verlust. Für Anfänger schwierig, aber generell ein sehr gutes Tool, weil man zum Beispiel, so wie ich, wenn man diesen Short hier mitgenommen hat gestern, ich habe in diesem Bereich irgendwann meine Sell-Orders gehabt, ich weiß jetzt nicht 1 zu 1, auf alle Fälle bin ich hier aus dem Short ungefähr raus. Das wären jetzt 2% ohne Hebel und ich bin hier mit 25 Hebel gegangen, was ich keinem empfehle. Ich gehe selten mit Hebel über 10 rein. 10 ist wirklich mein Maximum, aber hier war ich mir wirklich sicher, wenn wir hier diesen Breakout schaffen, dass wir ziemlich weit nach unten ballern werden. Das heißt, ich bin hier runtergegangen mit knapp 2% und das sind 50% Gain mit 25 Hebel. Also, wenn ihr da mit 1000 Dollar reingeht, sind das 500 Dollar in ein paar Minuten. Aber wie gesagt, Vorsicht geboten, ich will hier überhaupt keine, ja, irgendwie das so darstellen, so glorifizieren, auf keinen Fall. Es ist sehr riskant und ihr müsst da extrem aufpassen. Wenn ihr zu BitMEX mehr sehen wollt, dann schaut in das Video und bitte nicht in jedes Video einen Kommentar schreiben wegen Shorten und so weiter. Es gibt ein eigenes Video zu dieser Börse und da könnt ihr euch das anschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Telegram-Gruppe, wenn ihr wollt. Schreibt mir da ruhig rein. Ich wollte gerade sagen, schreibt in die Beschreibung. Ich habe den Link in der Beschreibung natürlich. Und ich würde sagen, bis dann. Vielleicht hören wir uns heute am Abend noch, wenn irgendwas Riesiges passiert. Ich bezweifle es und sonst sehen wir uns spätestens morgen oder übermorgen.